erstmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das ist immer eine große, schwierige Sache auch, sich dazu überwinden und zu sagen, okay, ich spiele jetzt, vor allem auch ich spiele vor Fachpublikum. Also von daher nochmal erstmal einen ganz großen Applaus an alle, die mitgemacht haben. Wir fangen jetzt mal mit dem dritten Platz Slow Air an. Dritter Platz Slow Air. Achtung, ich muss mal erstmal gucken, was ihr möchtet. Dritter Platz Slow Air. Ein schönes Pokal. Da war zum Trinken drin. Von der Hermann Jakusch. Spannend machen. Vielleicht machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. oder vielleicht hält die Julia auch eine kleine Rede. Sie hat ja gerade schon an dem Glas genippt. Also hätte sie auf jeden Fall Berechtigung zu, weil sie hat den zweiten Platz gemacht. Ja. Nochmal einen Applaus für Julia. Und ja, der erste Platz. Also wir, vielleicht noch ganz kurz, wir haben hier auch einen Gutschein von Kills Mall über 500 Euro. Sagst du jetzt erst, ne? Ja. Das war ein Schätz. 10.000! Ja, aber also, wirklich, Killzimmer hat hier einen schönen Gutschein gemacht, kann man sich ein bisschen was gönnen davon. Und ja, Nils, wer hat den ersten Platz? Der erste Platz geht an die Laura.
Chancellor. Ja, und der erste Platz, auch wieder mit einem Kids & More Gutschein, der übrigens von dem Donald gesponsert ist, also dann auch nochmal da so ein bisschen Werbung. Dann nehmen wir Cameron, herzlich willkommen. Ja, der zweite Platz in der 6/8 Competition, er stand gerade schon mal hier, Mark Cameron. Companies Lament. Wer hat den gespielt? Dritter Platz. Dritter Platz. Ja. Peter, herzlichen Glückwunsch. Trinkt doch kein Whisky. Einen guten Grund jetzt hier.
Der zweite Platz im Team auf Urla geht an die Anja. Nils, dein Gesicht erkennt er nicht. Ja, genau. Das ein Pokal haben wir noch zu vergeben. Erster Platz im Team of Ulla geht an den Bernhard Kleespieß. Teilnehmer gedankt, dass ihr euch bereit erklärt habt, da mitzumachen. Also nochmal ganz großer Applaus an alle Teilnehmer. Und ganz besonders natürlich auch an die, die das alle möglich gemacht haben, nämlich die Judges heute der Competition. Ja, also ihr könnt auch uns mal vorstellen. Jetzt nochmal einen Applaus für die Lehrer. Benedikt wollte vielleicht zwei, drei Worte sagen zur Competition. Ich habe jetzt überrascht. Ist der falsche Rahmen. Ein Applaus an Anja und Nils. Wer beim Slow Air irgendwelche Fragen hat zum Sheet, sprecht mich morgen an. Ja. Kann ich noch was? Ja, ich will schnell viele von, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass wir haben nicht nur tolle Judges und Lehrer aus Stadtland, sondern wir haben auch eine sehr wichtige Person aus Kanada, die für die Förderung der Kultur ist. Wir haben Michael Cray, der ist der aktuelle Präsident vom Dudelsackverband in Kanada. Michael, maybe would you share some words why you are president and what's your impression of the piping family here in Germany? Thank you for that. Putting me on the spot. You're welcome. You know what, I've taught at Breiberg for a number of years, three or four, and not anymore though, but I'm here, and it was great to meet up with friends, and my impression is very simple about piping in Germany. It feels like a family. Everyone gets along and enjoys each other's company and supports each other's music, and you're all very passionate about this music, and I think you're starting to make it your own, which is
quite incredible. And I wish you all the very best with doing that, because I know you will. So, und wir haben ja nochmal jemanden hier, der ja wirklich von der Wiege her nicht nur im schottischen Piping zu Hause ist, sondern auch in der schottischen Gesangskultur. So, ja. So, I just told him, you grew up with your heritage, Gaelic speaking, all the songs, what we heard about on the workshop, so what's your impression, what's the message about piping, what you have experienced here right now? So one of the main things in the classes I felt was actually how people feel about the music. Yes. So I know we all love to play, we all love to take part. And in the class this week, I've actually felt that people actually really, really like the music. Yes. And that's the main thing for me, and they enjoy it. And that's the whole thing, enjoyment. It's the understanding and the enjoyment of the whole thing, the whole experience of the thing. If we take it back to the old tradition and we put it onto the pipes, this is what it's all about for me. And that's been quite abundant this weekend, and I really enjoyed it. Thank you. Yeah. Ja, also wir vergessen hier eigentlich immer wieder, oder ich möchte es mal jetzt die Gelegenheit nutzen, dass wir vielleicht zwei Herren dafür danken, dass sie uns diese Gelegenheit geben. Ich kenne Andi schon lange und Nils durfte ich kennenlernen. Nils, komm mal nach vorne. Also ich denke, es ist jetzt der Zeitpunkt da, dass wir einfach mal euch Danke sagen für was ihr für uns tut. Ja, das ist viel Arbeit, was dahinter steckt. Ihr seid die Förderer dieser Familie. Vielen Dank und einfach einen großen Applaus für euch. Ja.